Hallo, eine kurze Vorankündigung für dich. Am Sonntag, den 19. November um 19 Uhr, interviewt mich Mila Schals im Rahmen ihres Herzensprojekts Menschen für eine bessere Welt zu dem Thema das heilende Ja, wie du in wenigen Schritten dich von jedwedem seelischen Leid befreist. Im Interview werde ich dir auch erzählen, wie ich selber einmal infolge eines sexuellen Missbrauchs in einer tiefen Depression feststeckte und wie ich diese überwunden habe. Für alle, die mich noch nicht persönlich kennen, mein Name ist Sabine Rose. Ich bin spirituelle Heilerin und Transformationscoach. Das bedeutet, ich unterstütze Menschen wie dich, seelisches Leid, wie zum Beispiel Depressionen oder Traumatisierungen, sowie chronische Erkrankungen zu überwinden und das Leben wieder zu bejahen. Meine eigene Geschichte hat mich eins gelehrt: In welcher scheinbar noch so ausweglosen Situation du dich auch befinden magst, es gibt für alles eine Lösung, wenn du sie in dir selbst suchst und mit Hilfe deiner Seele löst. Wie ich das im Einzelnen gemacht habe und wie du das in wenigen Schritten ebenfalls schaffst, das erfährst du in dem Interview am Sonntag, den 19. November um 19 Uhr auf dem Facebook-Kanal von Mila Schals. Mach mit und sei dabei, klick gleich auf den Link über dem Video. Wenn du Menschen kennst, für die dieses Thema wichtig ist, dann teile doch einfach das Video mit ihnen. Ich freue mich auf dich und deine Freunde. Bis Sonntag. Lass es dir gut gehen. Tschüss, deine Sabine.